Ja, Weil drück mal einfach F7 und das gesamte innere Gebiet würde ich halt gerne so machen, dass er nichts spawnen kann. Ist halt dann auch die Frage, wie wir das hier machen. Theoretisch müsste hier noch ein Glowstone rein. Dann wäre das zumindest. Jetzt nur die Frage, ja, könnt ihr sonst mal ganz kurz mit überlegen? Oder zumindest Multi. Fragezeichen. Du kratzt selber was, warte mal ganz kurz. Achso. Oh nee. Was ist? Komm in die Scheiße, dass sich das nicht verbindet. Warum machst du nicht quasi einen doppelten Inverter? Dass du einfach Red Alloy unten dran machst. An den unteren Block. Welches zu machen das noch? Nee, Red Alloy? Nein, Redstone Torch. Achso. Zwei Stück. Ja, geht doch auch. Also, finde ich jetzt auch nicht so, persönlich nicht so schlimm. Meine Stimme versagt irgendwie gerade. Ja, wie machen wir jetzt den letzten Rest hier? Ratter. ja. Die sonst vielleicht ein bisschen größer? Ich hol mein Teleportbuch wieder raus. Warte, die anderen brauche ich gerade nicht. So. Und ME-System. So. Ich möchte gerne Lärm. White Flower. Ja. Wow. Da. White Butter. Scheiße, hätte ich gleich zwei von bauen sollen. So. Wow. Tobi, hast du noch das Multimeter einstecken? Kann gut sein, ja. Dann leg's mir mal bitte ins 3 ins System. Ja, wenn du 2 Minuten wartest, ja. Nein. Sonst brauch doch einfach Neues. Ist ja nicht so, dass ich nicht Craften dabei habe und jetzt runter Keller müsste. Ja, dann baue ich ein neues, warte. Also ist drinne schon, aber ich baue mir noch ein neues. Okay. So. Und Multimeter. Weil ist ja nicht so, als ob wir Rohstoffmangel hätten. Rohstoffmangel, was ist das? Komm mal kurz aufs Dach und guck dir mal die Beleuchtung an. Kann man machen, aber die sind ein bisschen wenig. Aber wenn wir wirklich ja, das komplett für Monster mehr hatte ich gerade oder mehr Lampen hatte ich gerade nicht. Ach so. Ja, aber generell, du musst ziemlich dicht beisammenstellen mit dem Ding. Wenn du die so hoch baust. Ja, weil wenn wir wirklich sagen, ja, oder wir bauen halt ist überall. Ist das hier ein Multiblock die... oder? Nein, das ist eins, das ist ein Wooden Post. Sieht irgendwie geil aus. Ein Multiblock, ach Gott. Gut. Ja, oder wir stellen halt überall immer und immer wieder Magnum-Torches auf. Dann müssen wir nicht alles komplett ausleuchten. Dann könnten wir uns hier halt auch einiges sparen oder so. An Lampen. Ja. Dann könntest du dir auch ist. Und dann könntest du dir hier oben auch sparen, ja. Weil ich bezweifle, dass ich das irgendwie gescheit dahingestellt bekomme. Das ist das geringste Problem. Das wäre relativ einfach. Die anzuschließen? Ja. Nein. Wie gesagt, ich habe keine Möglichkeit, Kabel hinzuziehen. Ich meine, gut, ich könnte das Fenster noch bis hier vorne verlängern, aber. Ja, wieso? Hier hinten hast du doch die Möglichkeit. Hier ist noch ein Block frei. Hier sind keine Kabel. Das wäre der einzige Block, auf dem das wird. Ja, also ich nehme sie raus, ja, aber
Es wäre möglich. Vor allem so, aber hier unten, die hier vorne, die lasse ich dran. Ne? Ich würde aber gerne mal die ausprobieren. Die sehen auch gar nicht mal so schlecht aus. Wie viel Radius haben wir denn? Ist das gleich wie Glowstone? Ja, ah, okay. Naja, gut. Ja. Was fehlt dir denn jetzt noch hier oben, Multi? Theoretisch mehrere Lampen. Achso. Wow. Okay. Wollen wir doch noch Gras hinmachen? Also ein Bone Meal? Dann sieht das nicht ganz so schlicht aus und abgemäht. Musst du irgendwie aus den Kleinlampen wieder große Lampen rauskriegen. So. So. Na ja, gut, Apfel kann auch natürlich auch reif sein. Ich hätte vor allen Dingen mit Gravel irgendwie noch so einen kleinen Gehweg oder so durchgeballert. Ja, da kannst du ja gleich noch nachmachen. Was hältst du davon so? Ja. So. Könntest du mir nochmal ein paar Lampen basteln? Klar, kann ich machen. Weißt du, welche sind das? Lumi irgendwas. Radiant Lumium Lamp. Ja. Sind 12 Stück im System. Also die Blöcke davon. Ja. Gut, danke. Kein Problem. Sollt ihr denn schon mal anfangen, die Maschinen umzuziehen? Kannst du machen. BZW, wenn du das in den letzten 4 Minuten schaffst, dann ja. Oh. Haben wir ernsthaft so lange gebraucht für diese kleine Halle? Ja. Das ist irgendwie peinlich. Naja gut, aber wir haben auch fast 20 Minuten diskutiert. Wie war das eben noch? Wir haben jetzt mittlerweile Übungen da drin. Mhm. Ich hab gesagt, es sieht schön aus. Es wird schöner. Ich hab nicht gesagt, wir haben Übungen drin. Doch, du hast gesagt, wir haben Übungen da drin. Echt? Ja, und für die Zeit, naja. Ja gut, aber wir haben auch die meiste Zeit diskutiert. Also wirklich produktiv gearbeitet haben wir, glaube ich, nur eine Stunde. Und dafür ist es in Ordnung. So. Sag ich jetzt einfach mal. Wieso habe ich 67 Level eigentlich? Soll ich dir noch welche von mir geben? Ich habe 41. Ja, soll ich denn noch anfangen umziehen oder soll ich das nächstes Mal machen? Fragezeichen. Scheiße, ich brauche Bundled Cables. Was umziehen? Die Maschinen oder was? Ja. Wie lange haben wir noch? 3 Minuten. Ja. Mach nächstes Mal. Okay, dann probiere ich mal aus, ob man... Ich habe schon wieder keinen Sand mehr. Sand, Koppel brauche ich. So. Smelting macht da draus Koppel und macht da draus normales Glas. Das heißt, die Sachen können wir schon mal machen. Jetzt ist nur die Frage, da kriegen wir Gravel bei rum. Und wenn man Gravel wieder reinjagt, kriegt man Sand. Ja. Oh, hallo? Leck? Ja. Also, wenn wir mit den Advanced Crushing Factory machen würden, dass wir also die Sandproduktion damit machen würden, müssten wir quasi Gravel, also aus den Koppel kriegen wir halt Gravel draus und aus dem Gravel dann Sand. Ich glaube, das ist trotzdem noch um einiges schneller, oder? Ja. Ja, dann machen wir das damit. Dann nehme ich hier mal die Advanced Crushing Factory weg. Und, ach du Kacke. Ich wollte da gerade eine Elite draus machen.
Aber. Ich hab gesehen. Ach, haben wir sogar alles da. Wollte schon sagen. Ja, da braucht man aber ganz schön viel für. So, denn. Ja. Das mit Infusen ist irgendwie ein bisschen doof. Was hältst du sonst davon, dass wir quasi bei den Infusion Factory einen Dings machen? Einfach eine Kiste übers Interface und dann per Pipes und Filter raussaugen? Dann bräuchten wir halt nur eine Infusion Factory für die Rezepte. Ja, da muss man dann halt bei den Rezepten bloß so alles einstellen, dass der halt auch, was der zum Beispiel dann als extra dort reinzieht, auch alles verbraucht. Ja. Also ich glaube, das wäre einfacher und oder sauberer zumindest, als das, was jetzt ist. Weil sonst müssten wir für jedes Rezept für Stahl, wir müssten für diese ganzen Prozessoren, müssten wir jeweils immer eine eigene Fabrik machen. Und zusätzlich jedes Mal noch einen Exportbus. Ja. Das kommt dann noch oben drauf. Ja, dann machen wir das so nächstes Mal. Ja, die Dachterrasse, da habe ich mich gerade schon wieder selber übertroffen. Weswegen? Sieht schick aus. Mit dem Gravel weg. Achso, das Ding meinst du. Nee, ich dachte, du meintest das hier. Achso, ja. Nö. Aber ich find's gut. Haben wir auch mal ein bisschen was Buntes. Ja. Fehlt noch der Reaktor. Stimmt, der 3x3x3 Reaktor fehlt hier noch. Hier so unter den Bäumen, so schön unter den Bäumen versteckt. Boah, haben wir das Material dafür? Da können wir wie gesagt, den von vorne. Muss nur aufpassen, wenn den bevor den abreißt. Ich glaube, der dürfte mit Jelly Cleotum gefüllt sein. Ja, also, ansonsten würde der Schnee da oben drauf nicht erscheinen. Ja, stimmt. So, machen wir hier hin. Jetzt. Ah, ein bisschen was haben wir hier sogar noch. Reaktor Power Tap. Wollen wir den dann auch füllen lassen? Das ist eigentlich scheißegal. Ich weiß. Halt, nee, wir hatten ja eben mehr oder weniger gesagt, dass der Reaktor, damit wir da anfangen, muss der uns irgendwie mit Energie versorgen, ne? Dein Ernst? Ja. Na gut. So, dann brauchen wir noch Controller. Reißt du den Rest ab? Ja. Okay. Ein Import, ein Export. Wollen wir da wirklich den ME-System-Anschluss hinpacken? Ja, der kriegt seinen eigenen Ring dort hoch. Also, ich... Ja... Also ich, ich glaube, das ist dann ein bisschen sehr übertrieben mittlerweile schon. Vor allem, wir müssen dann auch einen Tesseract-Anschluss dahin bauen. Ja. Warum frage ich eigentlich? So, Power Tap. Vor allem, als würdest du dich gegen übertriebene Sachen in Tisch Company darüber beschweren. Ja. Stimmt auch wieder. So, dann brauchen wir einen. Welche Frequenz soll der denn nehmen? Ah ne, die müssen wir eh noch alle einstellen. Dann nimmt er einfach einen. Oh, ist das süß! Oh, knuffig. So, ja, wir brauchen jetzt hier einen ME-Anschluss. Warte mal, ja doch, man kann doch prinzipiell mit einem Port beides machen, oder? Weil der gibt doch auch hier den Fuel raus, oder nicht? Dann könnten wir einfach Itemdukte nehmen, nächstes Mal. Dann bräuchten wir nur einen Anschluss hier. Sonst müssen wir halt hier zwei Anschlüsse machen extra. BZW, den Anschluss könntest du dann ein bisschen runter in die Halle reinziehen mit dem Itemdukt. Nicht mit dem Itemdukt, sondern mit dem Exportbus und Import. Item, wie heißt denn das scheiß Ding von Ender.io? Ender.io? Item Conduit. Ja, das meinte ich auch. Kannst du wunderbar unter Wand verstecken. Ja. Weil das kann ja importieren und exportieren gleichzeitig.
Ja, dann packen wir quasi den Export einfach in eine Ender-Chest rein. Mit einem Filter. Ja, gut, das machen wir nächstes Mal dann auch. Ja. Stimmt, die Maschinen können wir dann auch gleich automatisieren. Ja, dieses ganze Alloy-Zeug da. Gut, aber dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr es geguckt habt, guckt bei den anderen beiden vorbei, kauft Flinis Scheiß. Wortwörtlich Scheiß. Ja, lasst Bewertung, Kommentar da, etc., etc. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Flinny? Der ist gemutet. Achso, okay, dann sag ich einfach mal Schau, Schau von ihm. Ja, ciao. Wow. Achso, ciao. Wow.